Über die Pros und Kontras zur Political Correctness wurde und wird viel gesprochen. Auch ich habe dazu ein Video gemacht und erläutert, warum ich nicht glaube, dass sie funktioniert. Warum das Thema also nochmal aufgreifen? Ganz einfach. Es gilt für mich, eine Unklarheit zu beseitigen. Und zwar die Verwirrung darüber, ob Meinungsfreiheit und politische Korrektheit kompatibel sind. Ich sage nein. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Mir ist vor, während und nach der Recherche zum Thema immer wieder in Diskussionen aufgefallen, dass scheinbar Uneinigkeit darüber herrscht, ob PC und Meinungsfreiheit sich gegenseitig ausschließen. In diesem Video soll es also nicht darum gehen, ob ich denke, dass PC richtig ist oder nicht, oder ob sie funktioniert. Das habe ich in diesem Video bereits getan. Hier geht es nur darum, ob sich die beiden Konzepte ausschließen oder ob sie koexistieren können. Kurze Antwort. Good God in heaven, Ruby, there are just so very many ways for me to say this to you. Never, not in a million years, absolutely not, no way Jose, no chance Lance, and yet negatory, nah, Aber um hier noch etwas Substanzielles hinzuzufügen, geben wir mal zwei Definitionen. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Wer übrigens meine freie Meinungsäußerung in Wort, Schrift und Bild unterstützen möchte, kann das über ein Abo oder sogar eine Kanalmitgliedschaft tun. Natürlich hat meine, wie jede, Meinungsfreiheit rechtliche Grenzen, die es zu akzeptieren gilt. Der Kern dieses Prinzips lautet aber, dass uns theoretisch sämtliche Worte und Ideen frei zur Verfügung stehen und geäußert werden können. Das Ziel? Einen möglichst umfassenden öffentlichen Diskurs zu führen. Hier setzt auch das berühmte Zitat Voltaires an. Ich lehne ab, was Sie sagen, aber ich werde bis auf den Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen. Ein Diskurs wird also ergebnisoffen geführt, mit allen Meinungen und Positionen. Pluralismus und Provokation werden dabei erlaubt, mit dem Ziel der Wahrheit näher zu kommen. Dass auf diesem Weg nicht jeder Mensch mit jeder Meinung einverstanden sein kann, ist logisch. Und die Gefahr von Meinungsfreiheit ist offensichtlich, nämlich dass sich gefährliche Ideen entwickeln können und Schaden anrichten. Political Correctness ist eine Einstellung, die alle Ausdrucksweisen und Handlungen ablehnt, durch die jemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechts, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht, seiner körperlichen oder geistigen Behinderung oder sexuellen Neigung diskriminiert wird. PC hat zum Ziel, Menschen vor Diskriminierung zu schützen und dass Menschen nicht mit Äußerungen und Handlungen konfrontiert werden, die als verletzend empfunden werden können. Deshalb wird bewusst auf gewisse Worte, Begriffe und auch Ideen verzichtet. Die Gefahr von PC ist offensichtlich, dass sich gute Ideen gar nicht erst entwickeln können oder eine völlig sinnlose Zensur erfolgt. Fazit? Wer die Meinungsfreiheit vertritt, kann nicht für PC sein und umgekehrt. Denn Meinungsfreiheit ist als Prinzip theoretisch absolut und in der Praxis, zumindest innerhalb des rechtlichen Rahmens, grenzenlos. Umgekehrt ermutigt PC Menschen dazu, in bestimmter Weise zu sprechen oder zu denken, schränkt also die Meinungsfreiheit explizit ein und steuert auf ein vorgegebenes Ziel hin. Beide Positionen sind für sich genommen mal valide und es steht jedem frei, eines der beiden Prinzipien zu priorisieren. Was aber keinen Sinn macht, ist zu behaupten, man wäre sowohl für das eine als auch für das andere. In diesem Kontext gibt es nur entweder oder und dessen sollte man sich bewusst sein. I'll say whatever the fuck I want. Your First Amendment means that I can say the Second Amendment sucks dicks. Was meint ihr dazu? Ist das eine falsche Dichotomie oder stimmt ihr mir zu? Schreibt mir dazu in den Kommentaren. Ich bin bei Skeptic und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Denn nur durch Miteinander sprechen kommen wir weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, vielleicht eine Kanalmitgliedschaft, folgt mir auch auf Instagram, Twitter und Spotify.